Oh, okay. Die haben Lichtschwäche. Gambarima. Hikari! Ja, die wiederum machen gar nichts, ne? Die sind mega schwach. Boom. Obwohl, der hat überlebt, der Junge. Aiso Windo! Und tschüss. Ey, die Animationen sind so awesome. Findet ihr nicht? Wenn so ein Licht kommt und der dann in schwarzem Rauch sich auflöst und so. Ich finde, das sieht so krass aus, Mann. Erweckungskraut. Okay, rechts würde es ins Dorf gehen von der Ollen. Glitschige Nuss. Alter, was gibt's denn alles für Nüsse, Mann? Ich habe auch ab und zu mal eine glitschige Nuss. Okay, sind Stäbe... Nein, Stäbe sind keine Schwäche. Okay. Okay, das ist sein letzter Move, ne? Ah, die andere Ratte kommt ran und kann sich erholen, ne? Leider. Ja, scheiße. Aber warte mal. Perfekt. Heiliges Licht. Zack. Und jetzt noch der Final Blow mit ihm. Let's go. Ska! Alter. Das sieht so sick aus, Mann. Du kannst auch immer den Dorfbewohner nutzen, musst keine FP einsetzen. Stimmt, und dann könnte ich eigentlich einen mitnehmen wieder, ne? Einen neuen. Theoretisch. Ey, Mekoga, ich wünsch dir was, Mann. So, jetzt schauen wir mal. Journal. Nicht Ausrüstung, sondern Fertigkeiten. Alter, ich habe nur 67 LBP. Wow. Okay. Schutzschleier. Erweitert die elementare Verteidigung eines Verbündeten um 2 Runden. Lumineszenz. Fügt allen Gegnern Lichtschaden zu. Oh, okay. Mehr heilen. Regeneriert einen großen Teil der Verbündeten. Abwehrschleier. Wiederbeleben. Belebt alle kampfunfähigen Verbündeten. What? 50 FP braucht er aber, der Junge. Holy shit. Dafür kann ich alle wiederbeleben. Okay, ich glaube, mehr heilen ist nützlich, oder? Aber eigentlich ist der Lichtschaden irgendwie momentan das Beste, ne? Was wir haben könnten. Das ist halt krass, weil sie belebt halt alle unfähigen Charaktere wieder. Aber noch haben wir eh nicht so viele. Mehr brauchst du noch nicht, da du noch wenig HP hast. Ja, das stimmt. Ich hoffe nur, dass wir diese LBP bekommen, Mann. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir von denen nicht so krass viele bekommen, ne? So, Hilfsfertigkeit. Ausweichmanöver, was hat sie? Sie hat nichts. Okay. Wie bekommt man die Hilfsfähigkeiten?
Ey Leute, by the way, ne? Meine Dinger halten seit einer Stunde mit einem Lichtchen. Und ich habe die immer mal wieder so ein bisschen reingesteckt. Also die laden sich übel schnell auf, offenbar. So, wir sind in der richtigen City. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Kompositbogen. Bronzerüstung, Bronzehelm. Also alles, was so ein bisschen physisch ist, ne? Tröstender Staub. Da ist sie. Da ist die Olle. Alright. Ich verstehe das nicht. Warum würde eine solche Bestie in unsere Wälder kommen? Ist das ein Omen für ein noch größeres Übel, das uns bevorsteht? Ihr Name ist Hanit und sie ist Jägerin. Sie ist die letzte Nachfahrin eines uralten Clans und lebt hier in Svarki, tief in den dunklen Wäldern. Die erfahrene Jägerin streift mit ihren treuen Freunden, mit ihrer treuen Freundin Linde durch die Wälder. Dabei denkt sie oft an ihren Meister, der das Dorf vor einem Jahr verließ und auf eine gefährliche Jagd ging, von der er bis heute nicht zurückkam. Als der örtliche Adelsherr kampfstarke Unterstützung braucht, meldet sie sich und erhält die Aufgabe, sich eine grausame Bestie... Was? Und erhält die Aufgabe, eine grausame Bestie zu erlegen, die das Land verheert. Und so macht sie sich auf den Weg gen Flüsterwald. Ihre treue Gefährtin Linde immer an ihrer Seite. Auf diesem Weg braucht sie kampflustige Verbündete. Puh, okay, bitte sagt mir, dass der Prolog von ihr nicht ganz so lang ist. Ein Jahr zuvor. Yokatta. Mada shippatsu shite nakatta ka? ああ、それはな。可愛い弟子の顔を見てから出発しようと思ってね。また冗談を。師匠、今回は長くなりそうなのか。さてな。だが、声楽師団からの依頼だ。 簡単な狩りではないだろうな。そう。<笑>心配いらん。俺はお前の師匠だぞ。お前の師匠は狩りの達人だ。すぐに終わらせて帰ってくるさ。<笑>ん?なんだ? その不服そうな顔は。私が心配しているのはそこない。寄り道。ああ。少しぐらいダメ。ダメに決まっている。忘れたとは言わせないぞ。 借りの依頼の手付金を賭け事に使って逆に借金をこさえて帰ってきたのを。ああ、あれな。ビクターホローの舞踏大会で賭けをした時のことか。魔物の強さはわかるんだが、人の強さを見切るのは苦手でな。それなら、 なぜ賭けなんかしたんだ。エリザに戦えてもらって、この間返済が終わったばかりだぞ。本当に狩り以外はいい加減だな。一の矢の失敗は二の矢の成功ってな。俺み。 ここでため息をつくな。ちょっと情けなくなる。
お前だけが頼りだ。師匠をしっかりと見張ってくれよ。そらないじゃないか、相棒。俺よりハーギットになつきやがって。それこそ人徳というものだ。なあ。首の根も出ねえな。待たせたわね。あら、ハイット。ああ、エリザ。寄り道しないように師匠に釘を刺しにな。ああ、確かに。あんな大金何度も貸せないからね。くしょう、味方がいねえな。友人である前に私は成果騎士よ。依頼主であることをお忘れなく。へいへい、依頼主様。よろしい。長くなりそうなら手紙でも送らせるわ。あなたの師匠借りるわね。ああ、気をつけて行ってくるといい。いつも通りこの森のことは任せろ。ああ、行ってくる。あんなこと言ってもう1年経ったが、あれからよこした手紙が一通だけとは。師匠は本当にいい加減だな。よう、ハンイット。俺だ、お前のお師匠様だ。気取った時効の挨拶は省くぞ。いつ届くかもわからんからだ。聖火騎士団からの依頼を受けて3ヶ月、俺は標的の獲物を追っている。赤目と呼ばれる魔物だ。Ist bei dem Bestie, ist bei dem Beast zufällig ein blonder Typ namens Joey Weller dabei? 赤目って名前も正確して。こいつはなかなか厄介だ。罠には引っかからんし、時々俺の動きを読んでいる気もする。知能が高いのか、勘がいいのか、なかなか尻尾をつかませてくれん。こちらに気づいたのか、そろそろ縄張りを変えそうだ。赤目の移動先は、ストーンガードと俺は睨んでいる。お前相手にごまかしても始まらん。だから、正直に言っておく。この狩り、長期戦になる。だが、まあ心配するな。必ず赤目を買って森に帰る。それまで村のことは頼んだぞ、ハイット。心配性の弟子へ、ザンターより。珍しい。師匠が素直に時間がかかると言うとは。赤目とはそれほど手強い獲物なのか。それともこれはただの寄り道の口実。いや、確かにいい加減で調子が良くて軽い人だが、やると言ったことは必ずやり遂げる。そういう人だ。 Diese Geschichte finde ich, by the way, um einiges interessanter als die davor. Auch das Setting gefällt mir sehr. Und ich finde cool, dass sie so ein
was ist das, ein Leopard oder so? Und der andere hatte, der Harnett hatte einen Wolf. Ey, Trikofalo, Mann, dankeschön für die Subscription. Ja, Twitch Prime. Wieso WhatsApp noch? Die Linde, Alter. Ich war der Schüssel, die mir gegeben wurde. Ich finde die Olle cool. Okay. Was hat die denn für... Okay, sie hat tatsächlich ein... Sie hat eine Axt und einen Bogen? Ist ja ein Axt und ein Bogen, okay. Was hat sie für Fertigkeiten? Pfeilregen? Präzisionsschlag, okay. Ah, fügt einem Gegner kritischen Schaden zu, siehst du? Da haben wir die Crit-Bestie. Greift zufällig bestimmte Gegner 5 bis 8 Mal mit einem Bogen an. Donnervogel, fügt einem Gegner schweren Blitzschaden zu. Tellerreisen. Tellereisen. Lässt einen Gegner 2 Runden lang als Letzten handeln. Gnadenschlag. Fügt einem physischen Angriff bei einem Gegner aus, der Gegner überlebt, garantiert mit 1 GP. Ah, das ist sowas wie ein Trugschlag. Pfeilhagel. Greift alle Gegner. Kritische Chance und Genauigkeit aller Verbündeten werden 2 Runden lang erhöht. Okay. Right. Hallo. Ja. Ja. So. Gibt keine Jagd. Sonst was, was ich tun könnte? Nur in der Nachwuchs kann immer eine Lektion gebrauchen. Spuren lesen oder Bogenschießen unterrichten. Okay. Tanomen so. Okay, 2 Leute auf dem Platz, die unterrichtet werden wollen. Zu Pixelmon gibt's Infos, wenn's angekündigt wird, beziehungsweise wenn ich mehr darüber weiß. Jäger jagen, diese Person provozieren. Oh. Versuch vor einem Stadtbewohner zu drücken. Harnett kann Bestien nutzen, um Stadtbewohner zu provozieren. Oh lol. Ike! Ike! Ich werde dieses einfach aus weiteren Aspekten meines Trainings beachten. Oh, what? Die kann gegen Dorfbewohner kämpfen? Oh. Linde, Feger, Schwertangriff. Anspringen, Stangenangriff. Waldfuchs kann ich 5-mal holen. Blendende Klau, moosiges Mieb, Gesundheit wiederherstellen. Bro! Okay. Holy shit! Okay, das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Mit der kann man gegen alle Dorfbewohner kämpfen und die K.O. machen, oder wie? Du wirst immer geschickt, dein Kampf. Ja. Aber das kann wahrscheinlich auch den Ruf verschlechtern, ne? Ah, zu Bloody Platin habe ich schon 1 Milliarde Mal die Frage beantwortet und nein, ich habe nicht vor, in der nahen Zukunft Bloody Platin zu spielen, Leute. Vielleicht irgendwann mal, aber nicht in den nächsten... Wann auch immer. Was ist das denn, Alter? Ja, das war's, oder? Ja, da muss ich nicht mal aufladen, Alter. Krass. Da muss ich nicht mal aufladen.
Holy shit. Die sind ja schwach. So, die beiden Jungs habe ich mal unterrichtet. Ne? Ich hab denen mal Jägersplained. Was gibt's? Torvorsteher hat mich geschickt, um euch zu suchen. Er meinte, er wolle euch sprechen. Okay, dann gehen wir mal zu dem. Er wünscht mich zu sehen. Gesuch vom Lanko zum Fürsten Schaden. Offenbar hat eine Kreatur in seinem Wald verirrt. Ich möchte, dass sie wieder verschwindet. Ganz genau, ausdrücklich nach unserem besten Jäger gefragt. Und solange Meister Satan, bist du das. Okay. Verstanden. Wir zählen auf dich. Oh. Die Barden besagen, dass unsere Heldentaten in ein Land gepresst waren, Jäger. Wolltet ihr das sagen? Soka. Langsame Geschichte, mein Kind. Chiara, Sierras Bote erwartet dich drin. Er wird dir sagen, was du wissen musst. Okay. Ich möchte dich für eine Dringlichkeit in dieser Sache entschuldigen, aber Monster nehmen wenig Rücksicht auf Angelegenheiten der Menschen. Ja. Steht zu euren Diensten. Erzählt mir mehr von dieser Bestie. Euer Ziel ist eine wilde Kreatur, die sich im Flüsterwald verirrt hat. Oh, ein Monster, das fern seiner Heimat herumstreut. Genau, erst heute Morgen kam mir ein Händler, blablabla, berichtete Karawane von dieser Bestie angegriffen. Ein Suchtrupp wurde losgeschickt, aber offenbar diesen beiden Männer einzigen Überlebenden. Und woher wisst ihr, dass diese Kreatur dafür verantwortlich ist? Fürst Jarans Gelehrte wurden herbeigerufen, um den Fall zu untersuchen. Aus der Aussage des Händlers und der weiteren Indizien schlossen die Männer von einem Kisama angegriffen wurden. Zum Teufel soll das denn sein? Unnötig zu erwähnen, dass eine solche Bestie friedlichen Männern nicht zu suchen hat. Mein Fürst achtet sehr darauf, die Untertanen seines Reichs zu beschützen. Er ersucht um deine Hilfe des fähigsten Jägers im Dorf. Okay, ja, ich hab verstanden, Bruder. Du musst mir nur sagen, wo und wie. Werdet ihr uns befreien? Natürlich. Kein Problem. Soka. Euer Angebot ist großzügig, aber vor uns liegt ein Weg voller Gefahren. Seltsam, Linda hält euch für würdig. Es ist selten, dass sie sich für Fremde erwärmt. Ich nehme euer Angebot an. Leiht mir eure Stärke in der Schlacht. Das Monster wurde in Flüsterwald gesehen. Dorthin werden wir jetzt gehen. Okay, das Monster ist also der Boss von diesem Prolog. Eit. Okay. Gewöhnlicher Hut. Warte mal, der gewöhnliche Hut ist besser als der Lederhut? Ah, nee, elementarer Angriff, Verteidigung, physische Verteidigung weniger, okay. Wollte gerade sagen. Okay, ja, sie ist komplett was anderes. Kritischer Ohrring, ja, Crit. Moment mal. Können Zauber critten? Ich glaube, nein, oder? Dann würde ich nämlich ihr den kritischen Ohrring geben. By the way, nice, dass um 23 Uhr immer noch 100 Leute online sind. Grüße gehen raus. So, Pfad zum Flüsterwald, okay. Hier wird's abgehen. Schattenseelenstein. $500. Okay, jetzt bin ich echt gespannt, wie die Olle kämpft. Die sind schwach gegen Elektroangriffe. Oh, sie ist schnell, offenbar. Okay, Angriff. Ah, ich kann zwischen Axt und Dingens wechseln. Bestien wissen, Bestie rufen, fangen. Jäger, Pfeilregen, Präzisionsschlag. Alter, die hat ja übel viel.
Bestie rufen. Ruft ein gefangenes Monster auf der Schlachtfeld. Okay, Linde kann ich immer holen. Und Waldfuchs und Moosiges Miep habe ich noch ein paar. Fängt und zähmt ein Monster, um es später im Kampf herbeizurufen. Okay, Pfeilregen trifft beide. Krass, wie die verfehlt hat, ne? Nakinase. Okay. Luminenz. Oh, die haben beide die Schwäche. Oh, Darian, dankeschön für die Resub. Okay, soll ich mal übertreiben? Nee, komm, wir haben jetzt alle MP, jetzt will ich nicht direkt übertreiben. Wir ballern die mit einem Feuerzauber weg. Warum hat der Linke das überlebt? Naja, egal. Okay, vielleicht ist er gegen das schwach? Ja, ist er. Und tschüss. Ophelia ist auf Level 6 und Harnit ist auf Level 2. Vielleicht sollte ich kurz mal wirklich das Ding wegmachen, dass mehr Monster kommen, ne? Ich habe das Gefühl, seit ich das Teil angelegt habe, kommen übel lang keine Monster und das ist vielleicht gar nicht so geil, wenn wir trainieren wollen. Ich war übrigens noch nie in so einem Inn. Oh wow, holy shit. Der Himmel sei gnädig. Warte ganz kurz, Freunde. Ich stelle kurz etwas um. So. Dann muss ich das Teil nämlich nicht ganz so groß haben. Dann seht ihr nämlich mehr vom Gameplay, vom Wichtigen. Das war keine Jagd im Namen des Überlebens. Zum Stand nach Zeitvertreiben sinnlosen Blutvergießen. Aus keinem anderen Grund messen Menschen und Tiere nieder, um ihre furchtbare Stärke zu demonstrieren. Oh shit. Euer Herz ist voller Furcht. Er war Zeuge, der dieser Bestie getan hat. Sie hat euch dazu gezwungen. Geduld, ich werde zurückkehren, um mich um die Gefallenen zu kümmern. Doch erst sollen sie gerecht werden. Werdet ihr meine Freunde beschützen, bis ich zurückkehre? Was heißt beschützen? Sie sind tot. Ich bin bald wieder da. Fressen und gefressen werden, das ist das Schicksal, das Privileg aller Bestien des Waldes. Ein Leben für ein Leben, so ist es seit Anbeginn der Zeiten. Aber um des Vergnügens willen zu töten aus Lust oder Gier, ist Verrat am Gesetz der Natur. Jedes Mal, wenn eine Kreatur mehr nimmt, als sie braucht, stirbt ein Teil des Waldes. Ich jage nicht nur, um Fürst Sierras Leute zu beschützen. Es geht auch um den Wald. Okay, wir haben kapiert. Leute, macht mir einen Gefallen und fragt mich nicht ständig jetzt, was ich für Spiele spielen will, vor allem, wenn sie überhaupt nichts mit mir und meinem Kanal zu tun haben. Also nein, ich werde kein Naruto-Spiel spielen. Ich gucke ja nicht mal Naruto. So, die Off-Topic-Fragen dürft ihr mir gerne wieder mal stellen, wenn wir irgendwie, ne, Eier brüten oder so, aber chillt mal mit, hey, spielst du das, spielst du das, spielst du das, spielst du das? Na, weil wir spielen jetzt das hier. Und ich würde mich gerne auf dieses Spiel konzentrieren. Hat sie hier hinten noch was? Böse Monster gibt's hier, aber ansonsten nichts. Okay. Dolche. Ja, Pfeilring. Schauen wir mal. Ja, die sind auf jeden Fall schwach dagegen. Muss ich jedes Mal die Schwächen neu aufdecken? Ja.
Brä, der Typ ist zu stark, Mann. Der Typ ist einfach zu stark. Der ist einfach zu stark, der Junge. Okay, hier hatten wir nichts mehr, ne? Offenbar nein. Nicht, dass ich da wieder eine geile Truhe verpasse oder so. Ey, man bekommt ja Geld wie Heu nachgeworfen. Nein, Schwächen bleiben aufgedeckt. Dank Cyrus bekommt jedes Mal eine weitere dazu. Das ist echt super. Cyrus ist echt gut, Mann. So. Okay, ich rufe mal Linde. Alter, die greift alle an? Das ist ja übel. Huh. Okay, Moment. Lumineszenz. Das dürfte dann reichen, oder? Bräh. Ey, der Typ. Der Typ ist viel zu heftig. Heiltraube. Oh. Bronzeweste. Oh, nice. Das ist die... die gute Death-Weste, ne? Ja. Physische Verteidigung 20 plus, Alter. Nice. Sehr gut. Energiegranatapfel. Hallöchen Battlestar. Octopath Traveler nennt sich das Ganze. Wenn er das braucht, sagt es nur. Ah, du bist wieder der Junge, ne? Alles gut. Oh, da oben sind... Oh, da oben scheint das Monster zu sein. Okay. Habe ich genug? Ach komm, scheiß drauf. Wir gehen ins Battle. Schaffen wir. Knall ich ohne Probleme. Alter, was bist du denn? Du siehst aus wie ein Ding vom Monster Hunter. Waldlanddorf. Oh, das Teil killt alles, ne? Oh! Nani! Eirantus, Mann, ich wünsch dir was. Gute Nacht. Ich mach, glaube ich, auch noch den Boss hier und dann war's das mit dem Stream. Na, vorweg. So. Fiep, fiep. Oh je. Schauen wir mal, was der Junge kann. Keine Angst, du Bestie. Du bist schon tot. Kann ich diese Kreatur fangen? Kann ich den Boss fangen? Ist es möglich? Habe ich dann eine OP, ein OPs Monster? Ja. Das war deine Pflicht, Gesetz. Doch stattdessen hast du ihm sein Herz entrissen und für dich beansprucht. Oh, Lava, Lava, Lava. Damit bist du zu weit gegangen, Bestie. Ich werde dich ficken. Bäh, was ist das denn für ein Ding, Alter? Okay, das hat 8 Schwäche. Okay, boah. Bäh. Okay, erstmal Analyse. 8000 Leben. Okay. Junge. Hat das denn gerade Hanit geone-shottet? What? Oh my goodness. Okay, das könnte jetzt interessant werden. Holy shit. Okay, was hat das für
さて、探らせてもらう。 Habe ich gespeichert vorher, Alter? Ich geh mal von heiliges Licht. Okay, das hat auch diese Schwäche. Bleiben wenigstens die blöden Schwächen, wenn ich sterbe, Alter. Analyse, komm. Wir nehmen den letzten noch mit. Bogen. Ja, nice, der ist tot. Oh mein Gott. Wunden heilen. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Freunde. Ich kann auch ohne die Olle gewinnen. Alter! Nein, kann ich nicht. Keine Chance. Oh mein Gott, okay. Ja, das wird nichts. Das wird halt nichts. Das wird nichts. Holy shit, Alter. Macht sich bereit, um den Angriff zu parieren. Ja, Digga, schau, kill mich doch. So, ne, so, was will ich dir jetzt tun hier? Come on. Und tschüss. Holy shit. Okay, ich muss mir was überlegen. Ich kann den besiegen. Ich weiß, ich kann den besiegen, aber ich muss komplett da reingehen. Ich muss da. Ich gebe ihm mal so eine Pflaume. Weil jetzt bin ich voll. War vielleicht Verschwendung, aber ey. Ich probiere es nochmal. Alter, 8000, Mann. Sind die Schwächen... Okay, ich weiß die Schwächen halt noch, ne? Ich weiß die Schwächen noch auswendig. Schwächen sind zwar nicht mehr da, aber okay. Okay, also. Jäger. Pfeilregen. Weil das nimmt schon mal sehr viel... Ne, wenn ich das treffe... Dann nehme ich dir schon mal ein paar Schwächen weg. Wow, zweimal vorbei? Dein Ernst? Okay, Eiswind. Ich gehe jetzt komplett auf die Schwächen. Und versuche das Ding so schnell wie es geht auszunocken. Bro! Okay, ich rufe den Dorfbewohner. Er hat einen Hit für sie getankt. Jetzt geht's darum, die scheiß Wunden zu heilen. Und zwar komplett. Alter, das heilt mich ja kaum. Das heilt mich ja nichts. Okay, danach kommt die andere wieder, ne? Das bedeutet, ich gehe für einen Eiswind. Oh. Okay. Bestie rufen. Soll ich Pfeilregen machen oder Präzisionsschlag? Ich mach Präzisionsschlag, oder? Okay, sehr schön. Jetzt habe ich Zeit. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Bestie rufen, Max. Linde. 400. Das war nicht so viel, ne? Das war nicht so viel. Aber okay. Ich heile. Will ich mit dem heiligen Licht angreifen? Komme ich nachher nochmal dran? Nee, nachher kommt der Nuttensohn wieder dran, ne? Das heißt, ich muss heilen, sonst ist Cyrus tot.
Okay, Cyrus ist immer noch nicht ganz geheilt, aber hey, immerhin. Okay, Bruder, jetzt gehen wir ab. Okay, let's go. Das muss jetzt Damage des Todes machen. Okay, 1200. Das war immer noch nicht annähernd genug, aber okay. Kratzer. Alter, was ist ein Kratzer und der macht 200 Damage, Mann? What the fuck? Okay, mit ihm, das Problem ist, mit ihm kann ich nichts anderes machen, außer... Er hat halt keine Stabschwäche, das heißt, alles was ich tun kann, ist mit Eiswind anzugreifen. Okay, Ophelia kommt gleich noch dran. Das ist super. Okay, sie hat keinen Dingens mehr, aber in Ordnung. Es geht wenigstens auf die Schwäche. Alright. Ich muss mit ihr krass heilen, weil ansonsten... Ich könnte auch eine Heiltraube verwenden, theoretisch. Ich könnte auch einfach fucking heiliges Licht einsetzen. Ach komm, scheiß drauf. Heiltraube. Dann bin ich voll geheilt. Dann kann ich nachher... Genau, Schwäche. Alter, ich habe so Glück, dass ich einen Bogenkämpfer mitgenommen habe, ne? Jetzt kann ich nämlich noch einmal heiliges Licht einsetzen. Das ist wieder eine Schwäche. Bräh. Jetzt kommt sie nochmal, er nochmal dran. Und jetzt kommt sie. Okay, Fähigkeiten. Ich kann noch zweimal den Scheiß einsetzen. Okay, bam. Okay, es geht mir nur darum, dass ich das gebrochen habe. Soll ich Blitz einsch... Ja, komm, Digga. Ich muss jetzt Damage machen. 600, okay. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leben der Junge noch hat, ey. So, heiliges Licht. 600. Kommt mir so rüber, als hätte der noch ein bisschen Leben, ne? Holy shit, Bro. Okay, ich bin voll gehealt eigentlich mit allen, ne? Ich muss nicht... Okay, jetzt kommt sie wieder dran. Fuck, der Präzisionsschlag reicht nicht mehr. Okay, komm, Pfeilregen. Ey, Digga, das macht ja nichts. Das hat doch... Es hat nichts gemacht. Gar nichts. Alles klar. Ja, da hat halt mein Healer gewone-shottet, ne? In einer Runde. Oh, Mann, ey. Oh, mein Gott, Alter. Ja, ist vorbei mit dem. Er ist fast tot, ne? Er ist fast tot, der Junge. Der Drecksack, ey. So, Full Heal. Mit Cyrus habe ich auch fast kein Leben mehr. Scheiße, Alter. Mit ihm habe ich auch fast kein Leben mehr. Ich muss eine Pflaume nehmen. Aber so könnte ich es schaffen. Ich hole mal so einen Waldfuchs. Mal schauen, was der macht. 99. Okay. Blitzeinschlag würde zweimal treffen, ne? Okay, danach kommt er zweimal ran.
fuck. Das heißt, ich muss jetzt ihn auscanceln. Aber dann darf ich nur den Blitzeinschlag verwenden. Habe ich zweimal? Ja, ich habe zweimal. Ich könnte zweimal. Ja. Sehr schön. Okay. Ich habe einen Plan. Ich muss nur noch ein einziges Mal. Ein einziges Mal. Gehen wir mal zum Waldfuchs. Ich habe volles Leben. Warum hat ihm das nichts abgezogen? Warum habt ihr ihm das keine Schwäche abgezogen? Dammit. Okay, weißt du was? Scheiß drauf. Eine Schwäche weg. Jetzt kommt der Junge gleich nochmal. Oh mein Gott, okay. Okay, Bruder. Ich zähle jetzt auf dich. Du musst das Ding weghauen, Alter. Bruch. Ich habe keine Mana mehr für gar nichts. Kommt sie vor ihm dran, bitte? Nein, er greift an, der Bastard. Oh, scheiße. Oh, come on. Olive des Lebens, komm. Scheiße, Alter. Ich bin gerade am Durchretzen, ne? Benutze gerade alle meine... Ey, Digga, entspann dich mal! Warum übertreibt der Junge so, Mann? Relax, Bro! Ey, was ist mit diesem Viech, Alter? So, kann ich jetzt bitte angreifen? Setz zum Sprung an, ja. Setz du zu deinem dreckigen Sprung an, Mann. Soll ich noch Wunden heilen überhaupt oder soll ich einfach all out angreifen? Ich greife einfach an. Das Ding muss jetzt sterben, Alter. Es lebt schon viel zu lang. Okay, anregende Pflaume für ihn. Und dann kann ich noch einmal den Donner rausballern. Sie stirbt. Bro. Okay. Kaioken. Super Saiyajin. Ultra Instinkt. Blitzeinschlag. Wenn das nicht reicht, bin ich tot. Und es hat ihn nicht gekillt. Oh mein Gott. Ey, wie viel Leben hat dieses Ding? Wie viel Leben hat dieses Ding? Also ich meine, ich hätte retzen können, ne? Ich hätte nochmal retzen können und nochmal retzen können, aber...